Also, grüß Gott miteinander. Hier ist der Herr Werner hier, genau, und ich möchte euch heute zwei Produkte vorstellen. Das eine ist ein kleines Objektiv und das andere ist etwas größer. Tja, und hier kommen die zwei Objektive. Genau, das eine ist ein 1855, das andere ist ein, muss ich nachgucken, dass ich euch da keinen Mist erzähle, ein 24-105 mm. Beide Objektive liegen mir sehr am Herzen. Genau, beide brauche ich heftig und viel. Das 18 natürlich für außen und das andere auch, genau, meistens auch für drin. Zu den Größen kann ich euch nichts sagen, genau, ich weiß nur, dass sie gut sind und dass sie ihren Zweck erfüllen. So, und da stelle ich schon mal das 2500, habe ich gesagt, genau, stelle ich schon mal kurz vor. Es sind alle Sachen da, das AV und der Stabilisator. Das AV ist natürlich für den Fokus, ihr seht selber, es ist ein Zoom-Objektiv, genau, mit den Größen von 24x100-05. Der Deckel ist auch schon drauf, genau. Ich werde euch schon bald das nächste vorstellen. Und hier kommt schon das zweite, das ich besitze. Ich habe einen Grund genommen, zwei stelle ich euch heute vor. Dieses ist das Canon 1855, das ist das Kit-Objektiv mit Stabilisator, genau, und den AV-Schalter fürs Fokussieren. Also mit dem mache ich recht viele Fotos, die habt ihr sicher schon gesehen, genau, draußen wie drinnen, im Makrobereich. Benutze ich es auch fleißig, dieses Objektiv. So, hier sind beide zusammen, genau das 1855, das ich jetzt mal anders hingelegt habe, dass man es von der Seite auch noch sieht. Eine Fliege macht sich da auch noch breit. Auf der linken Seite kommt dann schon angeflogen das Canon. Jetzt muss ich wieder nachschauen, was das für ein Objektiv ist. Genau, das wird ein 24-104 sein. Da fliegt sie nochmal durch die Fliege, genau. Auch dieses Objektiv hat seine Vorzüge, genau. Wie gesagt, ich brauche das jetzt viel drinnen und auch unterwegs, genau. Es hat alle Sachen, die es braucht, ein AV-Schalter, es ist ein Makro, genau, ja. Und ich benutze das auch noch gern. Die, die mich kennen und schon viele Fotografien gesehen haben, haben sicher auch schon bemerkt, dass ich mit dem operiere, genau. So, jetzt sind wir die beiden dann von hinten, wenn es dann kommen mag. Zuerst das 18er 55. Hier sieht man auch bei der Schalter, dass dieses Objektiv besitzt. Ja, es ist zwar kein super gutes wie das neue jetzt, aber ich mache so viel manuell, deswegen spielt es mir keine Rolle. Videos, wenn ich sie drehe, dann wird das auch manuell eingestellt. Genau. Ja, dann kommt schon bald das 24-05. Da habe ich mich vorhin versprochen. Tut mir leid. Es ist ein 24-05 Objektiv. Zuerst kommt natürlich die Hinteransicht mit der Verschlusskappe, dass da kein Dreck reinfliegt. Genau.
Ja, lassen wir es noch ein wenig durchrutschen, das Bild hier oder das Video. Genau, jetzt sehen wir auch die zwei Schalter dazu. Auch wieder AV und Bildstabilisator. Ist natürlich ganz wichtig, gell? Ja, sonst verwackeln die Bilder, ob das jetzt im Videobereich ist oder eben anders. Genau. So, jetzt haben wir das 2405er. Sehen wir jetzt nochmal von vorne, und zwar von unten nach oben. Genau. Ich habe mir jetzt einen kleinen Jux erlaubt. Das ist kein echtes Objektiv. Das ist eine Tasse. Genau. Da kann man seinen Kaffee oder seinen Tee reinmachen. Ich habe jetzt da Kaffee mit Schlag reingemacht. Also für die, die es jetzt nicht wissen, was Schlag ist. Ich sag's euch, das ist ein Kaffeerahm oder eine Sahne, die man reinmacht. Genau. Ich habe jetzt auch ein wenig an der Nase rumgeführt. Die mich kennen, die wissen das, dass ich manchmal auch den Schalk in den Kopf habe. Ja. Ich habe das mir am Freitag gekauft. Das kostet bei uns in der Schweiz 24 Franken. Ich werde da noch einen Link reinsetzen, dass die, die es auch wollen, dann bestellen können. Ob im EU-Raum oder so. Genau. So, da sieht man den Schlag. Also die Sahne. Hier ist der Löffel drin. Genau. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt euch da so an der Nase rumgeführt habe. Gell, das war nicht ganz meine Absicht. Das war doch meine Absicht. Wollte ich noch sagen. Genau, da steckt der Löffel drin. Ich muss dazu sagen, der Kaffee bleibt extrem lange heiß da drin. Es ist aus Kunststoff, die Ränderung ist aus Gummi, die kann man abnehmen und separat waschen, wer es möchte. Genau, ist abwaschbar, aber nicht in der Spülmaschine. Okay, tut mir leid, dass ihr euch da so erwischt habt damit. Und ich freue mich, wenn du natürlich wieder beim nächsten Mal einschaltest. Wie gesagt, ist jetzt noch ein Link rein und das war's gewesen. Tschüss, ade. Bis zum nächsten Mal.